Willkommen zu einem sehr interessanten Spielkonzept, denn ich habe einen Key vom Entwickler zugeschickt bekommen, und zwar Haunted House Renovator. Und zwar renovieren wir ein Haus, aber dieses ist verflucht. Mehr weiß ich auch noch nicht, aber das hat sich natürlich sehr spannend angehört. Ihr wisst ja, ich liebe Phasmophobia und Co. Und deswegen dachte ich mir, gehen wir einmal rein. Ich würde mich über einen Daumen sehr nach oben freuen. Und damit ich nicht das Gefühl habe, dass wir uns in irgendeinem Fiebertraum, der paranormale Aktivitäten hat, befindet, bitte schreibt echte Kommentare. Ich kann diese Bots nicht mehr ertragen. Ich komme mir wirklich vor, als wären es hier paranormale Aktivitäten. Und somit lasst uns einmal starten. Ich bin sehr gespannt. So, hallo. You are about to play an early preview version of the demo. Yes, wir werden quasi eine frühe Version von der Demo spielen. Everything is subject to change. You may encounter bugs. Ja, es könnte Fehler geben. We are currently working on more hauntings. Es gibt noch mehr. Es wird später noch verschiedene, ja, höchstwahrscheinlich Hauntings geben, wo der Geist halt eben aktiv ist und dich jagt. We will update the demo bis zu Juni. Okay. Es gibt dann quasi künftig noch Fire Spirits, also quasi Feuergeister, einen Gremlin der Cloud and a Wraith, a Miniboss. Ah, es gibt auch noch einen Miniboss. Okay, wild. Was ich übrigens cool finden würde, wenn man das zusammenspielen könnte. Das stelle ich mir geil vor. Dearest grandchild, time has come you to live up to your legacy. Fear not, for I will aid you. You must recover my tools. I left them in an old, slightly haunted apartment. The address is attached to this letter. After decades of use, my tools are almost as haunted as the house I worked in. But that's a good thing. They will make your job easier. Take the contract to renovate the apartment. You can learn how to use my tools while making a head of douche by fulfilling the contract. Consider this as a test and earn as much money as possible. Eternal yours. Your loving grandpa. Okay, also Opa hat uns quasi was vererbt. Er sagt, wir müssen seine Werkzeuge höchstwahrscheinlich wieder verbessern. Und er hat sie quasi in seinem alten, spukenden Apartment hinterlassen. Die Adresse ist hier im Brief hinterlassen. Und wir sollen keine Angst haben. Und vielleicht können wir uns so ein bisschen Geld verdienen. Okay, ich bin gespannt. Let's go. Welcome to Haunted House Renovator. Okay, WASD mit Rennen, turn the flashlight, check all tips at any time. Ich liebe die Musik. So geil. Okay, your task is to earn a fortune. You can see your current funds at the money you will earn by finishing the contract. Complete quests to unlock more tools. Okay, also es ist, glaube ich, ein bisschen wie House Flipper, nur dass wir halt gespukt werden. You can toggle objects on or off by pressing space. The exact effect depends on the object. For example, by interacting with door, you can open or close them. Some objects, such as the breaker panel, are complex. Press space to start manipulating them. Oh, once you're done, press space again. Okay, ich probiere es einfach mal. So, erstmal brauche ich hier. Oh Gott, ist ja komplett dunkel. Okay, kann ich hier irgend. Okay, the sheets can hide just something, anything, about anything. Usually there's old furniture underneath, sometimes there might be a treasure. Okay, das heißt, das tun wir gleich mal aufpacken. Ein alter Furniture. Okay, interact. Fuse box. This is the fuse box. It controls which rooms are powered. Light only works in the room that are powered. When lights don't work, check the fuse box. Doesn't need to be... Okay. Okay, okay. Was? Okay, each room has its own socket. For the room to have power, you need to make sure that fuse 3 is inserted in the socket. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir hier überhaupt... Oh mein Gott, bitte mach's nicht so complicated. To mount or unmount a fuse, first make sure that the main power is turned off. Click. Next click left mouse on the fuse you want to pick up and then select the socket. Wir werden schon irgendwie hinkriegen. So, die müssen jetzt erstmal ausmachen. Okay, und die scheint ja kaputt zu sein, ne? Und die auch. Die sind ja eigentlich alle damaged. Hier ist noch eine neue. Oh ne, die war auch kaputt. So, okay. Kann ich jetzt anmachen? Muss ich die irgendwie connecten?
Okay, okay. Da fehlen noch welche, definitiv. Ich höre schon irgendwas spuken. Können Sie mich bitte noch in Ruhe lassen? Ich bin noch überhaupt nicht ready. Okay. Kann ich noch mal kurz das hier rausnehmen und vielleicht hier reinpacken? Das ist ja das Bathroom. Wo sind wir eigentlich gerade? Hallway, Kitchen, Office, Living Room sind wir doch bestimmt gerade, oder? Nee. Okay, geht noch nicht. Ich muss wahrscheinlich noch welche finden. Okay, Interact. Wir machen erstmal alles auf. Ein Treasure. Wow. So, Doors locked. Some doors are locked. You cannot open them until you find special tools. Okay, die kann ich noch nicht öffnen. Ich hätte eigentlich, wie gesagt, gerne Licht. Ich hätte gerne Fuses. Ich bin noch ein... Quest. If you ever feel lost, check the task menu by pressing J. Find box with the... also quasi Toolbox oder beziehungsweise wo die Tools drin sind, turn on the light. Ja, das wäre sehr schön, wenn ich das hinkriegen würde. Lass mich erstmal klarkommen, Game. Entspann dich mal. So. Was gibt's hier denn so Feines? Ich hätte... Was ist mit den Möbeln hier passiert? Wer hat sich da drauf gesetzt? Ich hätte gerne eigentlich einfach nur... oh mein Gott, was war das? Licht. Ich mochte das aber eigentlich auch bei Hotel Renovator, dass es ab und zu so ein paar Geisterlies gab. Schon echt unheimlich. Würde ich niemals machen. Ja. Oh mein Gott. Vor allem nachts alleine reingehen. Es ist ja scheinbar wieder dunkel hier. Aber ich glaube, es kann später echt anstrengend... Oh, hier ist Blut. Hä? Okay, es ist ja riesig. Ich stelle mir das halt lustig vor, wenn später dann wirklich auch der Geist richtig huntet und nervt. Aber das fände ich eigentlich echt zusammen ganz cool, das Game. Okay, hier ist doch irgendwas, oder? Warum chillt der hier die ganze Zeit rum? Ich brauche irgendeine Box. Find a box with the Enchester's Tools. Ich weiß nicht, was da hinten abgeht, aber irgendwas Besonderes scheint da wohl zu sein. Ich gehe nochmal hier rein. War der Kamin schon die ganze Zeit an? Ah, hier, the tools. You now have access to your ancestors' incredible tools. Press tab to check them out. Okay. The equipped tool highlights und... Ja. Okay, was haben wir denn hier alles? Das ist quasi... Washing tool, towel, der Hammer, brush. Ich finde eigentlich mal eine brush interessant. Okay, mit der brush kann ich Sachen wegmachen. Sowas zum Beispiel. Sehr gut. Ich würde aber eigentlich gerne was haben, womit ich mal diese ganzen Sachen hier kaputt machen kann. Geht es nicht mit dem Hammer? Ah, hier unten kann ich das auch schnell auswählen. Das ist natürlich sehr nice. Ah ja, genau, hier glaube ich, kann ich das machen. Aber damit kann ich nur die Sachen drehen und wegmachen. Aber ich würde sie gerne eigentlich wegpacken, kaputt machen, weil das ist ja Müll. Das ist ja kein schöner Stuhl. Was haben wir denn noch so? Das vielleicht? Repair. Oh, das kann sein, dass ich das repairen kann. Was ist denn 4 eigentlich? Ach, damit kann ich die Möbel putzen, cleanen. Das ist witzig, ey. Okay. Ich würde eigentlich... Oh, ich habe eine Fuse gefunden. Yay. Clean. Ah ja, nice. Schaut mal, wie schön sauber das auf einmal wieder ist. Garbage. Okay, das ist quasi Müll. Collect. Irgendwas stimmt hier nicht. Hören Sie damit auf. Ich verbitte mir das. Ich lasse es einfach mal. So, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt eigentlich rein soll, der Schrott, den ich da gerade gesammelt habe. Aber okay. Ich habe auf jeden Fall eine Fuse. Die würde ich jetzt gerne hier einsetzen. Wahrscheinlich dann hier, oder? Oder ist es dann... Ach so, ich muss ja erstmal den Strom ausmachen. War es denn nicht hier? Oder ist es der Hallway gewesen? Nee, weil das funktioniert hier ja nicht, die zwei Dinger da. Muss ich das hier unten einstecken? Das kann ich ja gar nicht. Oder muss es zuerst ins Bathroom und dann ins Office, damit es überhaupt funktionieren kann? Hier, turn the light on. Remove stains. Okay, also ich verstehe noch nicht so ganz, warum das hier jetzt nicht funktioniert. Aber ich kümmere mich jetzt mal um meine Aufgaben. Das heißt, auch mal den Schrank hier zu putzen, der scheinbar nicht zu putzen ist.
Oder war das die 4? Das war die 4, so clean, wunderbar, sehr schön. Das ist auch alles furchtbar schmutzig hier. Was haben wir hier? Irgendwelche Briefe, okay. Der Teppich ist auch furchtbar. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, verdammt. So, clean, 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 schruppi, schruppi, schruppi. Okay, hau ab. Dieses Game ist aber eine cute Idee. Also, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Wie gesagt, erst eine Demo, aber es kann, glaube ich, echt cool sein. Ich weiß halt nicht, ob die mich irgendwie auch noch angreifen hier, aber hey. Stop moving the statue. Wie sorge ich denn dafür, dass die Statue aufhört, sich zu bewegen? Hier. Statue teleport. Kann ich das irgendwie auch wegschmeißen hier? Rotate. Teleport. Cancel. Ich würde eigentlich, wie gesagt, gerne mal wissen, wie ich das jetzt hier entfernen kann. Was ist denn das? Ah, okay, für die Wand. Aha. Ja, das würde ich jetzt gerne auswählen. Oder habe ich das noch nicht? Ach, Renovating, da gibt es ja noch voll viel. Teleport, Telekinese. Ja, was kann ich denn noch alles machen? Vacuum Cleaner, Traps, Painting Tool. Ach, witzig, für Haunting. Da kann ich quasi sagen, der soll damit aufhören. Witzig. Okay, kann ich das jetzt mal hier machen? Hör auf. Oder war es eher Tele... Was ist denn das hier, was der macht? Cleaner, Traps, Painting Tools, grabs Objects and move them with Snail. Ich würde eigentlich, dass der auf... Hör auf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gucke einfach mal, ob da irgendwas dabei ist. Irgendwas muss ich doch... Muss ich ein Foto vielleicht machen? Ah ja, tatsächlich. Take a picture. Okay. So, dann sag mal Cheese. So, wunderbar. Nice way. Wir haben jetzt ein Foto vom Geist gemacht. Problem ist, es juckt den leider nicht. Der hört nicht auf. Okay, können Sie bitte... Wie dem auch sei. Ich werde weiter putzen. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Kann ich mit dem Hammer vielleicht draufhauen? Oder will das Foto sehen? Ich habe keine Ahnung. Dann mach mal. So, wir haben noch Staubsauger. Das kann ich auch noch saugen. Wunderbar. Alles sitzt alles sauber hier. Die Dinger müssen auch noch weg. Also mit der Fuse, das würde mich schon sehr interessieren. This is good enough. You don't always need to complete every task. Okay. Das geht nicht auf. Den Müll würde ich gerne noch wegbringen. Die ganzen kaputten Möbel würde ich auch gerne noch zerstören und wegnehmen. Was ist das? Auch wieder was zum Schrubben. Der Fernseher liegt auch auf dem Boden. Das stresst mich auch. So, wir machen jetzt mal den Boden brushen. Satisfaction Guarantee. Sehr schön. Haben wir hier noch ein bisschen was zum Brushen? Yep. Yep. Hier auch noch. Ja, das gibt Geld. Wer sich hier reintraut, Leute. Das muss man sich doch mal trauen. So, da haben wir doch noch irgendwas für die Wände gehabt, oder hier? Fix Walls. Die Sachen kann ich echt noch nicht auswählen, ne? Ich glaube, dann geht's einfach noch nicht. Da muss aber, wie gesagt, hier auch echt undiscovered. Da muss ich hier auf jeden Fall bei Haunting definitiv irgendwas in die Richtung machen können. Telekinese, oder ist es dann wirklich das Foto? Aber auf Foto mache ich halt nichts. Und das kann ich auch nicht auswählen. Und das kann ich auch nicht teleporten. Kann ich es gleich teleporten? Nee. Was ich auch gerne wissen würde, ist... wie ich diese Sachen, die hier sind, Star Teleport, die würde ich gerne wegschmeißen. Aber irgendwie macht das nicht. Dispose. Weil die sind ja kaputt. Also ich hätte die eigentlich gerne weggeschmissen. Ich weiß gerade nur nicht, wo. Was ist das? Da liegt doch was. Ah, die kann ich dann hier wahrscheinlich hinstellen. Ist auch noch komplett verdreckt.
komme nicht klar. Das kann ich nicht putzen. Das sieht doch unfassbar schrecklich aus. Ich würde es gerne entstauben. Entstaubt es doch bitte. Der macht es einfach nicht. Das macht mich irre. Genau, ich würde gerne wissen, wie ich diese Dinger hier wegkriege. Es wird ja wohl eine meiner Hände sein, die das machen kann. Eins oder zwei ist ja nicht egal, ist beides die gleiche Hand. Nee, wobei, hier zeigt er wo drauf. Das ist da der Unterschied, dass ich hier die Sachen quasi wählen kann. Und hier kann ich sie graben. Okay, wenn ich sie graben kann, kann ich sie dann auch wegschmeißen. Ah, okay, hier kann ich Drag and Drop machen und hier kann ich sagen, hier weg. So, das ist ja schon mal super. Brauche ich irgendwie vielleicht eine Trash-Dings? Was? So eine Bin? Ist hier zum Beispiel gerade für sowas? Das kann ich einfach nur collecten. Start to teleport. Dann kann ich das einfach gerade tun? Oder ist es ja eigentlich auch voll kaputt, der Schrank? Na, dann schrubben wir doch einfach mal den Boden. Sorry damit. So. Yes, yes, yes. Kann man das eigentlich auch hier mit wegmachen? Die Spinnweben? Wie mache ich die weg? Ich glaube auch, dass man sich fast mal ein bisschen drauf konzentrieren müsste. Turn on the lights. Eine Ratte. Oh nein, was für eine eklige. Da fehlt ja der komplette Arsch. Dass man auch mal kurz guckt, dass man Licht ankriegt. Weil das sind alles Möbel, die kann ich wegmachen. Und momentan ergibt sich mir das noch nicht. Das heißt, wahrscheinlich brauche ich noch ein paar Fuses. So, das ist ja alles Schrott. Das kann ich alles collecten. Das heißt, der collectet einfach Sachen, die ich wegschmeißen kann. Dann kann ich diese Objekte hier, muss ich wahrscheinlich reparieren, nehme ich mal an. Ich glaube, dass man die gar nicht wegschmeißt. Okay. So, let me see. Genau, das kann ich alles gar nicht wegschmeißen. Ich gucke gerade, ob noch irgendwas liegt. Nö. Okay. Gut. Ich bin ein großer Fan davon, dass jetzt das hier endlich mal funktioniert. Weil der Strom ist ja so aus. Bathroom habe ich noch nicht gesehen. Die Küche. Und das hier beim Schlafzimmer, das geht gar nicht rein. Kann ich das irgendwie putzen und sauber machen? Nee. Also irgendwie sind die zwei noch ein Problem. Kann ich die irgendwie sauber machen? Turn on lights. Oder kann ich vielleicht sogar schon einfach Licht anmachen jetzt? Gucken wir mal kurz. Das ist ja der Hallway hier. Dann machen wir doch mal einen Hallway. Machen wir jetzt einfach mal hier Licht rein. Und in den Living Room. Vielleicht funktioniert... Ah, es hat funktioniert. Geil. Okay. Gut. Einfach trauen. So, dann haben wir jetzt doch schon mal Licht. Ist doch schon mal gut. So. Removing stains from the floor. Das mache ich jetzt mal kurz. And the walls. Die Brush. Ich würde hier trotzdem nicht leben wollen. So, jetzt sehe ich schon viel besser. Sieht ja gar nicht mehr so gruselig aus. Und wie mache ich eigentlich das hier? Das ist ja furchtbar. So, renovate the apartment. Clean dirty furniture. Clean garbage. Genau, der Müll. Ich mache das mir einfach alles sauber jetzt hier. Clean. Also ich weiß ja nicht, was die hier gemacht haben, aber es sieht wirklich nach Party aus. Aber hey. Viel Spaß dabei. Haben wir hier noch irgendwo Stains am Boden? Ja, hier. Ich mach das jetzt erstmal alles sauber von Aufgabe zu Aufgabe. Das collecten wir. Da hat es wieder noch ein schmutziges Möbelstück. Was, wenn das so schön leicht gehen würde, ne? Das wäre ja wunderbar. Aber so ist es nicht. So, haben wir hier noch was am Boden? Yes, haben wir. Sehr schön.
Hier haben wir auch noch Schmutz an der Wand. Geht gar nicht. Ist das auch noch schmutzig? Stop the moving statue, banish the irgendwas, genau. Das ist halt die Frage, wie banische ich denn? Kann ich das hier nicht wegmachen? Geht hiermit nicht. So. Ich glaube, dass ich tatsächlich noch weitere finde. Aber hat sie noch irgendwo Müll, Dreck? Das sieht noch alles so schmutzig und furchtbar aus. Macht mich richtig irre. Aber ich habe schon gut Geld verdient jetzt. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die interact. Ah, ist mit der Tür. Mal gucken, vielleicht kann ich den ja irgendwie hier wegkriegen. Telekinese. Ach, guck mal. Kann ich das hier irgendwie jetzt bewegen? Ach, guck mal, jetzt ist er weg. So. So, das habe ich jetzt... Den habe ich jetzt entbannt, indem ich das bewegt habe. Interesting. So. Dann stop the moving statue. So, hör auf, dich zu bewegen. Vielleicht muss ich mir den Finger drauf zeigen. So. Hier, teleports objects. Hier. Grabs objects and moves them with physics. Teleport objects from one to another place. Draw magical symbols. Captures roaming haunting works better than bait. Clean and small. Nee, vielleicht das. Nee, das kann ich ja alles noch gar nicht auswählen. Ich kann nur das makes a beautiful picture. Aber das Bild bringt ja gar nichts. Jetzt ist die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass der aufhört, sich zu bewegen? Bro. Stop. Stop it. Stop it. Ah, hier. Take a photo. Guck mal, manchmal leuchtet es dann so komisch blau auf und manchmal nicht. Das ist jetzt ja blau, so. Jetzt habe ich das Foto getaked, aber der hört immer noch nicht auf. Ich würde ihn gerne eine reinhauen. Naja, wir renovieren mal weiter. Was mich aber auch... Diese Ratte macht mich irre. Kann ich die wegsaugen? Ih, ist die eklig. Die ist wirklich eklig. Grab. Ich frage mich halt, warum ich die Sachen jetzt graben kann. Clean, genau, den Müll. Will ich nicht teleporten. Gib mir das. None. Trash can is full. Ja, welche denn? Glas, Metall, Paper, Disposed Mix. So, jetzt halt die Frage, wie kann ich jetzt meinen Müll leeren? Ist er jetzt leer? Hab's gelernt? Ah ja, okay, ich muss es dann einfach immer hier reinschmeißen. Bisschen umständlich, könnte man anders, glaube ich, besser lösen. Aber okay, ich beschwere mich nicht. Also, dass man einfach wie bei House Flipper die Sachen dann anhand eines Müllbeutels halt sieht. Oh, hier ist was kaputt gegangen, oder? Kann ich das wieder hinstellen? Ah, eine Harfe. Ah, deswegen. Ich muss der die Harfe geben. Jetzt raff ich's. Warte mal. Nimm die jetzt. Die Harfe war es doch. Ach so. Teleport. Hier, bitteschön. Nimm die verdammte Harfe, Bro. Rotate. Teleport. Rotate right. Ne. Kann man das dann irgendwie vielleicht hier nehmen? Warte mal. Ich kann doch nicht grabben, sondern ich kann doch auch... Ah, das mache ich ja gerade. Muss ich das vielleicht einfach fotografieren? Ah, jetzt. Okay. Einfach nur draufgeben. Dann hat sie es. Und da muss ich wahrscheinlich ein Foto machen, oder? Ah, nee, jetzt hört sie auf. Okay. Ja, gut, interessant. Wenn man es einmal weiß, weiß man es. Aber es hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet. I'm sorry. Okay, so. Renovate, so. Remove stains. Clean, dirty... Ich würde, wie gesagt, gerne auch das Zeug hier irgendwie nehmen. Oder muss ich das etwa, bitte lasse mich das jetzt nicht alles extra nehmen und dann hier wegschmeißen müssen? Nee, es geht auch nicht. Cancel. Grab bringt mir auch nichts.
Und diese hässlichen Wände. Haben wir noch irgendwo schmutzige Dinger? Ich sehe es gar nicht. Schmutzige Möbelchen. Vielleicht finde ich noch irgendwo irgendwelche Sachen. Kann man ja eigentlich auch Licht anmachen? Nee. Aber Fuses muss ich da noch irgendwo finden. Ist da noch irgendwo was Schmutziges? Bitte? Bitte? Ich hänge fest. Ich tausche mal die Fuses aus mit Schlafzimmer, weil hier sieht es eigentlich schon relativ okay aus, muss ich sagen. Damit kann ich leben. Muss ich vielleicht tatsächlich auch die Sachen hier wieder hinpacken? Ist das so? Plop. Please, lay down. Danke. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher, ob was ich mit den kaputten Sachen machen soll. Hui, tschüss. Diese Kackratte. Oh, ups. Nein, das wollte ich nicht. Nein, verdammt, bitte tu es wieder zurück. Nein, Grab. Nein, wieder zurück. Nein, Hilfe. Verdammt, können wir das bitte wieder dahin tun, wo es war? Als wäre nie was passiert. Rotate. Okay, schach. So, jetzt. Warte, kann ich es bitte noch ein bisschen rotaten? Ja, ja, ja. Ohohoho. So, das nehmen wir auch nochmal. Kann ich es bitte auch nehmen? Nee, manche Objekte kann man nehmen, manche nicht. Ich verstehe es nicht. So, das packe ich hier auch noch hin. Der ist doch schmutzig. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Warum kann ich den nicht sauber machen? Der sieht ja furchtbar aus. Unbelievable. Fuses. So, da wollte ich doch nochmal eventuell das rausmachen. Und dann einmal hier in das Office. Und in die Küche. Und dann an. Weil dann sehe ich da besser. Hilfe! So, Küche. So, den hier zum Beispiel jetzt. Der ist doch kaputt. Warum kriege ich nicht die Möglichkeit, den jetzt zu reparieren? Rotate, left, Muss ich den jetzt etwa auch reinigen? Der ist doch, also den könnt ihr doch vergessen. Und hier kann ich auch nichts machen, ne? Nee. Auch nichts. Hier ist auch nichts mehr. Weil die Blätter noch aufräumen. Grab Object, das kann ich alles nur grabben. Grab. Kann man das hier vielleicht auch nehmen? Ist da irgendwas Interessantes noch? Hier ist noch ein Buch. Kann ich das nehmen? Ist das irgendwie special? Nee, ist nicht. So, und den kann ich ja vielleicht mal ein bisschen schöner hinstellen, oder? Oder muss man den... Also das sind doch Sachen, wo ich doch definitiv sehe, dass ich die putzen muss. Aber er tut's nicht. Und hier liegt auch wieder... Ach, hier liegt noch eine Fuse. Her damit. Ich glaube, es ist echt am besten, einfach erstmal nach den Fuses zu gucken. Ist hier noch irgendwo was? Nee. So, weg damit. Dann mache ich hier nochmal die Fuse rein. Da spielt schon wieder jemand. Das verstehe ich auch nicht. Warum kann ich das jetzt nicht putzen? Ah, jetzt. Komisch. Manchmal muss man öfter drauf drücken. So, dann machen wir nochmal hier ins Living Room. Mache ich gerne nochmal eine rein. So. Und dann mache ich auch nochmal Licht an hier. Hallway. Ja, hier ist schon Licht an. So, das ist doch auch noch schmutzig. Ich höre da schon wieder jemand rumspuken. Kollege. Hier muss ich doch auch irgendwas machen. Muss ich das vielleicht auch einfach anfassen wieder? Weil hier spukt ja auch die ganze Zeit was rum. Aber da sagt er mir gerade auch noch gar nichts dazu. Und kann es sein, dass ich das hier erst grabben muss und rotaten muss, damit ich es putzen kann? Nee.
So, eine Fuse wäre noch nicht schlecht. So, renovate the apartment steht hier. Aber wie renoviere ich es denn? Ich habe ja gar nicht genug Zeug. Das ist ja noch alles, das removes the old. Irgendwas kann ich ja noch alles gar nicht auswählen. Habe ich noch irgendwo eine Kiste, die ich noch nicht gesehen habe vielleicht? Gibt es noch irgendwas? Ich habe irgendwie noch nicht genug Tools. Vielleicht kann ich, deswegen kann ich ja auch noch nicht das Zeug hier wegmachen zum Beispiel. Gibt es hier noch irgendwo eine Box, die ich übersehen habe? Das kann man auch noch nicht machen. Ich würde das jetzt gerne alles renovieren. Ich habe richtig Bock drauf. Hier zum Beispiel, dass ich das graben kann. Das ist ja schön und gut. Ich kann auch die Sachen collecten. Hier, you're doing well. Time for something more advanced. I left an urge for you. Don't make... Jetzt geht es auch noch so schnell weg. Was hat jetzt hinter mir... Was hat jetzt... Was willst du? Move the urn from the living room. Oh, eine Urne. From the living room. Wo ist denn die Urne? Ah, hier. So, wo soll ich die hinbringen? Die Urne? Zum Office. Würde ich jetzt eigentlich nicht machen, wenn mir das jemand... Okay. UV-Light. Sometimes you will encounter ghosts invisible to the naked eye. You can see them by turning on, also ein UV-Licht. Press F to cycle between from normal to flashlight. Okay. Most ghosts can harm you, but they will make your job harder. Dachte ich mir schon. Also die Geister können mir nicht wehtun, aber sie können meinen Job harder machen. So, wo ist der jetzt hin? Ah, hier ist er doch, der Kadett. Was mache ich da mit dem? Catch the rat. Jetzt muss die Ratte catchen. Wo ist denn der jetzt? Ratte, komm her, es ist jetzt Zeit. Wie catche ich die Sau? Muss ja vielleicht eine Falle aufstellen. Den haben wir auch noch. So. Wie hole ich den denn? Habe ich denn hier nicht irgendwo bei meinen Haunting Skills Telekinese? Ich weiß halt gar nicht. Jetzt mache ich hier alles kaputt. Das ist ja furchtbar. So, vielleicht dann doch eher teleporten. Wie kann ich den denn einfangen? Ah, hier damit, mit dem Netlauncher, oder? Use the Netlauncher to catch flying. Ja, wahrscheinlich damit. Puff, puff. So, fang ihn. So, ich glaube, ich habe ihn, oder? Nee, habe ich nicht. Warte. So, nee, das funktioniert irgendwie nicht. Was haben wir denn noch? Ein Foto vielleicht? Wunderschön. Oh, look at this. So, was haben wir denn noch hier? Undiscovered. Ach, wahrscheinlich muss ich das hier machen, die Trap, ne? Mhm. Okay. Traps. Ach, das ist für die Ratte ist die Trap. Okay. So, habe ich schon gefangen. Ich würde aber gerne wissen, wie ich den Kadetten hier fange. Ich glaube schon damit, ne? Mit dem. Wo ist er denn? Aber irgendwie funktioniert es nicht. Hier ist schon alles voll mit diesen dummen Dingern. Komm schon, du Schwein. Wieso geht es nicht? Nee. Breaking into the bathroom with an axe hammer. Okay. Soft. Also ich weiß, ob das gerade ein Bug ist, aber es funktioniert irgendwie nicht. Kann den irgendwie nicht fangen. Und ich würde den Sack jetzt einfach mal lassen und würde jetzt gerne mal mit dem Hammer hier ins Bad reingehen. Mit Gewalt. Hier ist schon alles voll. Also das ist ein bisschen nervig, dass man die Sachen dann auch wieder einsammeln muss. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn das dann... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist, aber naja. So. Let's go. Rein da. FBI, open up! Ich glaube, das ist die falsche Tür, kann das sein? Egal. So, wo ist denn hier eine Tür? Ah, damit muss ich wahrscheinlich... Ach, vielleicht kann ich es ja damit machen. Moment. Puff, jetzt ist es doch weg. So, wo ist denn bitte schön... Vor allem, das ist ja das ist eine Axt. Ah, hier die Tür wahrscheinlich, ne? Also, dass ich den nicht fangen kann, stresst mich extrem. Mit der Axt draufhauen.
So, jetzt sind wir hier drin. Wunderschön. Dann nehme ich jetzt aber direkt mal hier was raus. Und tue es ins Bathroom rein. Stop that invisible ghost or the entire apartment will be flooded with Excel. I left something special in the bathroom. Ah, okay, das kann ich jetzt hier mitmachen. Hm, okay. Verstehe. Hallo, Bathroom, gehst du bitte an? Verdammt, sag bloß, das geht hier nicht. Was hat er denn hier hinterlassen im Bathroom für mich? Sieht ja auch furchtbar aus hier einfach nur. Ah, hier. Nee, was ist das? Was ist das hier? Ein Bild? Minigame. Some hauntings want you to play. Oh nein, ich habe jetzt keinen Bock auf Minigame. Nee, danke. Aber ich frage mich, warum das Bathroom Light nicht geht. Bitte geh einfach an. Invisible Traps. Ah, das hat er hinterlassen. Ah, okay. Aber irgendwie geht hier das Licht nicht an. Ach, wahrscheinlich geht er dann da rein, oder? Kann ich das grabben? Ah ja, guck mal, das kann ich jetzt grabben. Jetzt steckt es am Boden fest. Das ist super, weil das nämlich eigentlich den Geist höchstwahrscheinlich fängt. Aber es steckt jetzt im Boden fest. Können wir das bitte nochmal... Verdammt. Catch the bat. Catch the invisible ghost. Ja. Also ich glaube trotzdem, dass ich den damit catchen muss, ganz ehrlich. Aber ich glaube, das ist halt nicht so easy. Weil der schießt es ja nicht mal weit. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich schieße es ja nicht mal weit. Jetzt habe ich ihn, oder? Nee. Hey, verdammt nochmal. Komm her, du Schwein. Also ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Falle hier drin geht. Collect. Könnte sein. Aber das Ding steckt jetzt halt leider hier im Boden fest. Schade. Aber wie gesagt, das hat der Entwickler ja schon gesagt. Aber ich habe noch eine Fuse gefunden. Das finde ich schon mal sehr gut. Die Tür kann ich noch nicht öffnen. Außer ich kann, habe eine Axt eventuell. So, geht das? Nee, geht noch nicht. Destroy. Ah, Sisi, jetzt gibt alles einen Sinn. Ich kann jetzt quasi diese Sachen, die kaputt sind, destroyen, finally. Jetzt ergibt alles Sinn, okay. Aber ich muss sagen, das Game sollte mir das definitiv sagen, dass ich die Sachen jetzt destroyen kann. Weil ich finde die Reihenfolge der Erklärung des Tutorials ein bisschen weird. Also ich finde, ein Tutorial baut ja irgendwie alles so ein bisschen auf. Und ich finde, das tut es in dem Fall jetzt überhaupt nicht. Also, du siehst dann quasi kaputte Möbel. Und die kaputten Möbel stehen als Aufgabe drin. Aber du kannst es ja noch gar nicht machen. Hier sind komische Flecken. Ich weiß nicht, wo diese herkommen. Und ich fühle mich sehr gestresst, weil dieses dumme Ding da jetzt im Boden festglitscht. Jetzt überall Flecken. Was machen denn die Schweine hier eigentlich? Und wie kommt das hier bitte hin? The portable trash. Und es gibt 1000 Mülleimer. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Nee. Okay, das kann ich kaputt machen. Destroy. Destroy. Es gibt keinen Kühlschrank mehr. Hey, die machen überall Flecken, die ekligen Schweine. So, dann machen wir hier nochmal eine Fuse. Ich hab da noch eine, oder? Für den Hallway vielleicht. So, mach das mal hier rein. An. Ja, es werde Licht schon viel besser. So, der Trash. Ja, da braucht man zum Beispiel auch einen Soundeffekt, wenn mein ganzer Trash hier nicht mehr rein kann. Hier, non-portable trash can is full. Dass man dann irgendwie weiß, dass man es wenigstens geleert hat, irgendwie so ein bisschen. Und diese Dinger kann ich wahrscheinlich auch erst... Schnauzen. Das ist unangenehm. Ich will dein Minigame nicht spielen. Jetzt ist der schon wieder voll, der Müll. Das gibt's doch nicht.
Und das auch schon wieder. Können wir das irgendwie anders machen, bitte? Da passt ja gar nichts rein in meinen Müll. Da hätte ich gerne wie in House Flipper schon wieder voll. Da hätte ich gerne wie in House Flipper so ein bisschen mein Mülleimer. Nee, ist alles voll. This is good enough, you don't need to be perfect. Alles voll, okay, alles klar. Das Problem ist aber jetzt, Kollege, da steckt was Wichtiges, was ich brauche, im Boden. I don't like it. Help me. Was sind das für eklige Flecken? Kann ich die irgendwie wegputzen? Ah, hier ist auch noch Müll, ne? Deswegen sah es so komisch aus. Also Sachen, die so... Boah, es ist so viel. Also das ist ein bisschen umständlich. Das müsste man unbedingt ändern. Dass man einfach einen riesen Müll hat. Ne? Und nicht alles hier immer einzeln rein. Vor allem, ich kann gar nicht viel tragen. Jetzt schon wieder alles voll. Ja. Oh Gott, das ist furchtbar. Also unbedingt bitte Müllsack. Das werde ich auch als Feedback weitergeben. Müllsack. Müllsack einbauen und Tutorial ändern. Und hier habe ich jetzt komisches Licht. Kann ich das auch wegsaugen? Diese Flecken, muss ich die wegsaugen? Ja. Toll, jetzt machen die Geister auch noch Flecken, ey. Ist ja furchtbar. Catch the invisible ghost. Ja, geht höchstwahrscheinlich nicht mehr. Und warum, brauche ich euch nicht sagen. So, und wie catch ich den jetzt? Da ist doch auch noch was. Vielleicht catch ich den ja mit der Knarre. Das gucke ich gleich mal, sobald der auftaucht. Catch ich den mit meiner Gun. Remove stains from the floors and walls. Ja, super. Wenn die hier die ganze Zeit wieder alles voll machen, die Schweine, ist es halt ein bisschen schwer. Boah, das ist eine Sauerei. Ich glaube tatsächlich, dass es alles schon da war, ne? So. Catch the invisible ghost. Oh nein, Leute, ist die letzte Aufgabe. Ich will nicht. Ich will nicht, weil ich kann nicht. Das reicht doch als Aussage, oder? So, hier jetzt echt viele Ghost-Flecken. Ich glaube, die waren davor schon da. Die habe ich nur durch die Lampe nicht gesehen gehabt. So, hat sie noch irgendwo Flecken? Ja, hier. Solve the mirror. Ich muss tatsächlich das hier lösen. Na, dann schauen wir es uns halt mal an, wenn es sein muss. Was willst du? Hier. This mirror wants you to find pairs of symbols. You have a moment to memorize it. Ah, okay. Deswegen habe ich dieses komische Symbol-Dingens. Das? Ah, okay. Ach, der will Memory mit mir spielen. Aha. Oh, shit. Oh, ich habe verloren. Nochmal. So, Memory. Oh shit, wo war das L? Hier. Und das G? Oh, verdammt. Okay, ich probiere es jetzt auch mal. Ich schaffe das. So, haben wir das. Das. Oh shit. Okay, ich habe gewonnen. Ha. Bruh. So, und jetzt nochmal. Catch the invisible ghost. Das ist eine Aufgabe, Leute. Die ist unmöglich. Ey, der macht hier, glaube ich, die ganze Zeit Flecken, ne? Aber eigentlich hätte er doch dann hier rein müssen jetzt. So, ich probiere es jetzt noch mit meiner Grenade. So weit fliegt das Ding also. Ne, das Ding fliegt halt nicht mal weit genug, ne? Aber vielleicht kann ich das hier graben. Also ich weiß, ob die Knarre richtig funktioniert, aber eigentlich ergibt es nur Sinn, dass man das damit auf jeden Fall fängt, würde ich sagen. Aber ich kann es nicht. Oder es ist halt mit diesem Ding hier unten das, was ich auch nicht aufheben kann. Das kann ich mir auch vorstellen. Grab Objects. Das ist halt schade, dass es hier reingeglitscht ist, leider. Aber ich hole jetzt einfach mal, ich mache mal hier im Bad jetzt noch ein bisschen weiter.
Da gibt es ja auch noch viel zu tun. So. Das kann man gleich auch zerstören. Also das Game sagt dir auch, was du destroyen kannst und was noch nicht. Das kann man alles destroyen. Das ist aber krass. Ich destroy das jetzt einfach alles. Sogar die Seife wird destroyed. Sogar das Bad. Ich kann das alles destroyen? Ist das überhaupt korrekt? Ich glaube schon, ne? Aber was ich... Kann ich das alles destroyen? Aber... ich bin mir nicht so sicher, ob das korrekt ist. Aber ich glaube schon. Denn die Möbel draußen... Kann ich die auch alle destroyen? Ich kann tatsächlich alles destroyen, ne? Oh, wie witzig. Ach, das sehe ich erst jetzt. Das ist schon cool gemacht. Machen wir mal ein Foto. Schön. So, wie kann ich den jetzt catchen? Gar nicht. Oder kann ich den vielleicht mit meiner Ding catchen? Nee. Gucken wir mal, was da so geht, wenn ich jetzt auf Haunting drücke. Telekinesis vielleicht. Teleporten. Ja, den würde ich mir auch ins Zimmer hängen. Ich glaube, das geht noch nicht. Das ist wahrscheinlich dann dieses Painting, was ich noch kriege. Oder das hier. Bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube, die Geister machen auch ständig wieder Flecken. Das heißt, es ist wichtig, die Geister so schnell es geht zu fangen. Weil die machen immer wieder alles schmutzig, glaube ich. Nehme ich einmal an. Ich wusste jetzt gar nicht, dass ich alles zerstören kann, um ehrlich zu sein. Ich dachte, dass der das wie ein Hausflipper macht. Dass er sagt, hey, du kannst nur das zerstören, was sein muss. Habe ich ja natürlich echt viel kaputt gemacht. Was ich eigentlich gar nicht kaputt machen sollte. Aber okay, aber gerade sowas wie die alte Pflanze kann man ja echt zerstören. Die Tür kriege ich noch nicht auf, da brauche ich noch was. Ah, hier ist auch Licht. Nice. Und das kann ich auch noch nicht machen. Das lernen wir wahrscheinlich auch noch. Ja, super. Das Bad ist jetzt natürlich... Ach, da ist ja was. Was ist denn das? Eine Fledermaus. Kann ich die auch mit dieser Falle hier fangen? Hier, geh mal rein. Oder muss ich die einsaugen? Oder kann ich die damit fangen? Das wäre natürlich witzig. Nee. Oder kann ich die einsaugen? Komm mal her. Du bist doch, wolltest doch immer schon mal eingesaugt werden. Nee, lerne ich wahrscheinlich auch noch. Hier schon wieder Flecken. Okay, remove stains, catch the visible ghost. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Geist damit hier fangen kann. Das steckt jetzt, wie gesagt, leider im Boden fest. Hier sieht man zum Beispiel auch immer unten links, rechts an der Mülltonne, wie viel Müll man jetzt noch hat. Beziehungsweise, oh, hier fliegen Schuhe. Beziehungsweise, wie viel Müll man jetzt noch sammeln kann. Ich packe es mal kurz hier rein. Ich glaube, weitermachen könnten wir definitiv, wenn wir das Ding hier hätten. Aber das steckt jetzt leider, wie gesagt, fest. Kann man eigentlich auch düsen? Catch the invisible ghost. Nee, das muss ich noch machen. Also den kann ich, wie gesagt, nicht catchen. Ich weiß auch nicht, warum. Entweder es ist ein Bug. Entweder ich brauche das Ding oder das ist für mich der einzig logische Weg. Und wie ihr seht, es funktioniert nicht. Der ist hier vor mir und ich kann den nicht fangen. Der provoziert mich richtig, der Bree. Ja, okay. Also ich würde sagen, es ist ein sehr cooles Spielprinzip. Es muss aber definitiv noch ordentlich überarbeitet werden. Ich finde, ich weiß, wie es euch geht, ich mag es gar nicht, wenn ich am Anfang mit Infos überladen werde. Ich will erstmal in ein Spiel eingeführt werden und nicht, jetzt kannst du das und hier Minispiele und hier dies und verschiedene Geistertypen. Ich glaube, was halt richtig cool wäre, wäre wirklich, wenn man das im Multiplayer spielen kann, und die Geister dann auch, also das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich verstehe, wenn Leute so Spiele wie Hausflipper lieben, dass sie nicht die übelst krassen Jumpscares die ganze Zeit wollen. Aber da dann vielleicht so ein bisschen begleitet zu werden, dass man halt ab und zu auch sich wirklich gruselt. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich ein Hausflipper-Spiel spiele, dann möchte ich eigentlich nicht, dass es ständig einen Geist gibt, der wieder alles schmutzig macht. Das hat mich bei Hotel Renovator schon genervt. Deswegen, ich fände es eher cool, wenn man die austreiben muss, die aber nichts zerstören oder ständig diese Flecken, die hier wieder erscheinen. Das finde ich ein bisschen nervig. Das nervt nur, dass dann dein Sauberkeitsgrad nicht erreicht wird. Ansonsten, cooles Konzept. Gefällt mir. Es müsste aber überarbeitet werden. Das definitiv.
Aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Ich werde nämlich dem Entwickler definitiv unsere Meinung mal kundtragen. Das hilft ja auch nur, das Spiel zu verbessern. Und dann gucken wir mal, was aus dem Game noch gemacht wird. Ist ja, wie gesagt, eine Demo. Im Juni wird es noch weitergearbeitet daran. Aber dann schauen wir doch mal. Ich bin sehr gespannt und bedanke mich für den Key. Ich finde es einen erfrischenden Ansatz. Und dann haut mal eure Verbesserungswünsche raus.